Servus Leute und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Immobiles Dream Team. In der letzten Episode haben wir ja 3-0 gewonnen und dann dachte ich, hätte der Gegner gequittet. Allerdings wurde ich danach direkt auch aus dem Ultimate Team rausgeschmissen und deswegen werde ich das jetzt mal nicht als Quit, sondern werde nur in Anführungszeichen 4 Spieler upgraden. Ja, Immobile hat 2 Tore gemacht. Und dann fangen wir an. Colombo, unser Torwart, geht raus. Für ihn kommt Fiorillo in die Mannschaft. Hat, ja, deutlich bessere Werte. Der erste Non-Ver-Silberspieler, Cotta Fava, geht auch aus dem Team. Dafür kommt Capitelli in die Mannschaft. Ist deutlich schneller. Cotta Fava hat nur 33 Pace gehabt. Aquilanti geht auch noch raus aus dem Team. Dafür kommt Antai rein. Und zu guter Letzt geht noch unser Rechtsverteidiger Fazio aus dem Team. Für ihn bringen wir Pisano in die Mannschaft. Hat auch ziemlich gute Werte. 72 Tempo, 76 Physis. Ja, und dann werden wir jetzt auch gleich einen Gegner suchen und uns ins neue Spiel stürzen. Bis gleich. So, wir haben einen Gegner gefunden. Firenze AS. Ja, auch eine Chemie-Hure, 68er Bewertung, 52. Chemie und Neymar vorne im Sturm als Leihspieler. Sein einzig wirklich guter Spieler, der Rest, ja, ich denke mal, das ist sein Starterteam noch in der 4-4-2-Formation. Schwedischer Manager. Und dann geht's auch schon los in dieser Partie. Also, wie gesagt, das erste Spiel 3-0 gewonnen, 4 Upgrades gleich mal. Und der Gegner versucht gleich von Beginn an mit Neymar hier durchzukommen. Kommt er sogar recht weit. Spielt ihn weiter auf die Driussi. Aber Antai ist dann zur Stelle und kann den Ball abfangen. Und Keita, sein Spieler, spielt den Ball ins Aus. Wir kriegen den Einwurf. Raimondi spielt ihn auf Immobile und der legt ihn raus auf Raimondi. Der spielt nochmal in die Mitte auf Immobile. Der Pass von ihm kommt dann aber nicht an, aber der Fehlpass. Pireda vielleicht mit der Möglichkeit. Pireda! Erste gute Chance nach 5 Minuten für Pireda. Hier uns mit 1-0 in Führung zu bringen. Das wäre natürlich ein Start nach Maske gewesen. Immobile kommt aber jetzt nochmal durch und... Oh Gott. Ciro Immobile, was war das denn? Der geht mal deutlich neben das Tor. Das kann er bestimmt besser. Dutari spielt nach vorne auf Neymar. Neymar, der hat jetzt ein bisschen Platz und kommt hier durch, wird dann gelegt. Ich denke mal, das Foul war recht wichtig, weil sonst wäre Neymar eigentlich recht frei durch gewesen. Es gibt auch die gelbe Karte für Migliore. Der Gegner geht ins Menü, was will er? Ah, okay, ist wahrscheinlich nur kurz drauf gekommen. Die Flanke kommt rein, da ist Neymar mit der Möglichkeit. Fiorillo mit seiner ersten guten Aktion in unserem Team. Schön gehalten von Fiorillo. Driussi spielt ihn weiter auf Neymar, der mit der nächsten Möglichkeit. Wir schwimmen ein bisschen hinten. Anteil kann dann klären. Immobile spielt ihn auf Pireda. Der auf Immobile und der. Ein schöner Pass auf Raimondi. Und der kann jetzt mal außen durchgehen. Raimondi will in die Mitte spielen, aber Mustara oder wie er hieß, geht dazwischen. Paolucci kann aber auch noch was machen. Und da ist Dixon und kann den Ball abwehren und ihn schließlich sicher fangen. Der Abwurf kommt auf Neymar. Neymar spielt ihn noch ein weiter auf Driussi. Driussi will außen durchgehen. Am ersten kommt er vorbei, aber die Silvestro kann ihn dann stoppen. Jetzt besser. Unser offensiver Mittelfeldspieler Pireda. Schöner Ball auf besser, aber der ist ein bisschen zu langsam. Sein Innenverteidiger ist dazwischen und kann diesen Ball abfangen. Neymar jetzt wieder für den Gegner am Start. Will hier vorbeigehen an Antai, aber nicht mit dem. Geht dazwischen und jetzt vielleicht die Möglichkeit. Immobile ist ein bisschen zu langsam, da ist sein Torhüter. Rechtzeitig aus seinem Tor geeilt. Pireda spielt nochmal einen langen Pass auf Immobile und wieder ist Dixon dazwischen oder zuerst am Ball.
und kann den Ball abfangen. 21 Minuten gespielt, immer noch 0:0. In der letzten Episode stand es hier schon 3:0, glaube ich. Naja, vielleicht schaffen wir auch noch das ein oder andere Tor. Besser schlägt nach außen auf Raimondi. Raimondi spielt in die Mitte auf Pisano. Kam neu in die Partie, glaube ich. Unser Rechtsverteidiger ist das. Und der Pass ist wieder zu lang. Da ist wieder Dixon dazwischen. Aber jetzt vielleicht die Möglichkeit. Immobile hat mal Platz. Immobile! Mit dem guten Schuss. Der geht dann aber doch deutlich über die Querlatte. Ciro Immobile mit seiner ersten wirklich guten Chance. Sein erster Schuss, den hatte er ziemlich verkackt. Neymar. In die Mitte auf Aguirre. Unsere Grätsche geht daneben. Driussi. Driussi, aber Paolucci macht das ganz stark und kann klären. Pireda. Ciro Immobile. Jetzt hat er mal Platz. Immobile. Kann er vielleicht sogar durchgehen? Immobile. Geht durch! Immobile! Und Dixon kann den Ball abwehren. Also jetzt langsam. Ist das 1:0. Wäre es verdient. Und wir bleiben am Drücker. Der Gegner kommt nicht mehr wirklich hinten raus. Raimondi geht außen vorbei. Raimondi bringt die Flanke nach hinten. Da steht Immobile völlig frei und Ciro Immobile. Immobile mit dem 1:0. 31. Minute. Ciro Immobile mit seinem nächsten Treffer. Also der geht hier in dieser Serie richtig ab. Ciro Immobile. 31. Minute. Das 1:0 für uns. Das heißt, wir haben schon mal mindestens einen Spieler, der geupgradet wird. Aber der Gegner versucht es nochmal. Kommt aber nicht durch. Aber wir können den Ball auch nicht gut rausklären. Triussi spielt ihn auf Aguirre und der weiter auf Keita. Da ist jetzt vielleicht Neymar. Neymar mit der Möglichkeit und Fiorillo. Fiorillo ist dann noch zur Stelle und kann diesen Ball abwehren. Paolucci spielt mal nach außen auf die Silvestro. Der geht vorbei, bringt die Flanke. Da ist unser Spieler und der geht leider nur an die Latte. Das wäre natürlich jetzt ein Ding gewesen, wenn wir hier gleich das 2:0 nachgelegt hätten. Driussi jetzt für den Gegner und Pisano kann zur Ecke abklären. Da war jetzt die dicke Möglichkeit für unseren Spieler. Ich glaube, Raimondi war es. Ich habe jetzt gar nicht genau gesehen. Mit dem Kopfball an die Latte. Da wäre das 2:0 drin gewesen. Jetzt Immobile. Hat mal Platz, kann aber nicht an seinem Verteidiger vorbeigehen. Aber jetzt setzt er sich durch. Ciro Immobile. Capitelli. Versucht Immobile zu schicken. Der kommt auch gut. Ciro Immobile mit der nächsten Möglichkeit. Und da ist wieder Dixon. Zur Stellung kann abwehren. Also jetzt Immobile mit der nächsten guten Möglichkeit. Jetzt hat hier, hauen sie sich die Bälle gegenseitig weg. Und Driussi spielt auf Keita. Aber Migliori macht das ganz stark. Holt sogar den Freistoß raus. Da haben wir wieder einen Ball. Migliori spielt auf Pireda. Pireda im Doppelpass mit Immobile. Jetzt gut gespielt, aber Hugo Malo ist wieder zur Stelle. Und jetzt haben wir hier, hört der Gegner aus, auf schon eine Minute vor der Halbzeit. Sehr komisch, es steht 1:0 und der Gegner hört er hier auf schon. Okay, okay. Der Gegner hat anscheinend wieder gequittet. Dann sind wir bei 3 Spielern, die geupgradet werden. Das ist jetzt natürlich 2. Episode, 2. Spielerbruch. Ich hoffe mal, diesmal ist es wirklich ein Quit und nicht wieder wie letztes Mal. Ja, die schlechtesten werden geupgradet. Da haben wir zum einen Migliore, ganz klar. Dann Besser, unseren offensiven Mittelfeldspieler. Und dann noch haben wir hier 3. Ich nehme, ja, Pireda. Pireda wird uns auch noch verlassen. Das sind die 3 Spieler, die uns zur nächsten Episode verlassen werden. Da haben wir hier schon fast jetzt ein komplettes Silberteam. Ja, okay. Das war die 2. Folge Immobiles Dream Team. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge und ciao.